Willkommen zurück zu World of Warcraft. Wir haben heute den 6. Oktober. Wir waren dabei, genau, diese Viecher hier zu erschlagen. Warte mal, war das so? Nee, nee, stimmt, die durfte ich nicht erschlagen. Die Viecher mussten leben, glaube ich. So, das ist fertig. Ach, war doch richtig. War doch richtig, war doch richtig. Ah, ich muss schnell zurücklaufen. Ich muss schnell zurücklaufen. Ja, mir geht's gut soweit. Ich weiß nicht, wann die letzte Aufnahme war. Nicht viel passiert. Shannons beste Freundin war zu Besuch. Genesen, geimpft, getestet. Waren alle drei zusammen. Also 3G. Die Freundin war positiv, ist aber genesen und geimpft. Meine Freundin und ich sind geimpft. Und wir haben uns jeweils nochmal testen lassen. Also von daher ist es, glaube ich, sehr Corona-konform gewesen. Wir hatten es auch so gemacht, dass sie ein eigenes Handtuch bekommen hatte. Und was wir ohnehin schon gemacht haben, wenn wir die Wohnung betreten, werden die Hände desinfiziert. Ja, also ich glaube, wir haben da eigentlich einen ganz guten Weg gefunden. Wir haben uns alle auch nachträglich nochmal testen lassen. Und da war jetzt auch nichts. Also ich, Shen war negativ, ich war negativ, die Freundin war auch negativ. Also von daher ist das alles gut gewesen. Wir haben jetzt von einem unserer Lieferanten, der hat es zum einem Oktoberfest eingeladen, das er ausrichtet, immer mit anderen Leuten zusammen. Oder das wird ausgerichtet und er kauft sich da immer so VIP-Plätze. Und, oh, sind die drin? Und da ist nur 2G zugelassen, aber trotzdem habe ich abgesagt, ich gehe da nicht hin. Es ist mir irgendwie noch alles zu unsicher. Ich weiß nicht, ob ich einfach so eine Pussy bin. Ich weiß es nicht. Wow. Nee, da will ich nicht hin. So, ich weiß nicht, ich finde das einfach alles irgendwie zu schnell, wie das geöffnet wird. Dass jetzt auch die Maskenpflicht gelockert wird, weiß ich auch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Muss ich ehrlich, ganz ehrlich zugeben. Ach, hier war ich ja dran, genau. Genau, ich war ja bei diesem Dorf hier. Ah ne, hier kommt. Ne, hier bin ich dann auf. Warte, dann ist doch oberirdisch. Ist hier ein Loch raus? Nö. Gesprungener Diamant. Zisch ab. Ich habe kein Ziel. Also ich glaub, weiß nicht, ob ich einfach nur zu pussyhaft bin oder ob ich zu viel Angst habe vor irgendwas. Also ich weiß es nicht. Das ist alles so komisch. Weißt du, vor einem halben Jahr haben sie noch Lockdown gemacht und alles. Ich brauche ein Ziel. Naja, gut. So, dann schauen wir mal.
Danke schön. Wie muss ich sie denn retten? Möchte, dass ihr 6 Mooswandler nur rettet, obwohl manche von ihnen vielleicht bereits nicht länger leben. Okay. Dann müssen wir dann einfach versuchen. Boah, ist jetzt echt. Ah! Das wurde jetzt aber auch mal Zeit, ey. So. Was? Hurra für dich. Ach, der bleibt schon wieder liegen. Gut, der steht auf. 3 von 6 haben wir schon mal. Komm hoch. Kann ich bitte nach dem Puls fühlen? Perfekt. 4 von 6. Nein. Was habe ich denn jetzt eingesammelt? Ich habe es nicht gesehen. Ja gut. Der bleibt auch liegen. Ich habe kein Ziel. Der bleibt auch liegen. Ich bin außer Reichweite. Gut, haben wir alle. Perfekt. So, die haben wir fertig, die beiden Quests. Dann gebe ich jetzt erstmal die beiden ab. Achso, den Stressball. Das muss ich dann mit dem hier abgeben, oder? Wo ist denn der komische Stressball? Habe ich den nicht mehr? Muss ich den jetzt mal neu holen? Ah, den Herzlosen haben wir schon gesehen. Würde eines Helden. Ja, gut. Er ist jetzt ja nicht so schwierig. Da wollte ich jetzt aber auch wirklich ganz weit nach vorne kommen. Hi. Was geht? Scheiße, 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 scheiße. Für wen? Für die. Fans, wenn er jetzt hier gerade gehen will. Nehmen wir das mit. Ach so. Jupp. So. Hassen die anderen mich jetzt? Gut, dann gehen wir hier hin. Wow, was war das denn?
Gut. Dann haben wir schon mal wieder ein paar, einen Questreihe erledigt. Okay, das sind jetzt keine wiederholenden Quests. Okay. Instabiler Sprengstoff zerstört. Krieg ich hin. Muss ich die unboxen? Jo. So. Ich mag die Musik. So, damit wäre das auch fertig. Ah, du hast Glück, du wirst verschont. Spaltzahn-Mammut. Wie kriege ich dich? Das ist zu weit entfernt. Wo soll ich das abliefern? Dolirians Außenposten. Wer kriegt das denn? Sind wir hier? Achso, Mount übergeben. Trampeln. Wer kriegt denn das Mammut? Splenix in Dorians Außenposten. Moment. Wem soll ich das denn geben? Dachte, bevor ihr losgeht und Brutmutter Sylvana herausfordert, wäre es vielleicht eine gute Idee, wenn ihr hämmert und ihr zusammenarbeitet und auf den Rücken eines Mammuts in die Schlacht zieht. Wem soll ich das denn geben? Splenix. Dorians Außenposten. Wildes Dickicht. Wildes Dickicht. Wo ist denn dieser komische Außenposten? Basislager? Ist das... Boah, ich weiß gar nicht, wo er ist. Ah! Da! Da! Ich hänge fest. Ich habe keine Ahnung, wo das sein könnte. Ach, weißt du was? Scheiß drauf. Ich muss erst mal gucken, wo dieses komische Lager ist. Hier ist es nicht. Huch.
Zuflucht der Nebelflüsterer. Okay, die hasst mich jetzt wieder. Hort der Schöpfung. Tja, wo gehe ich denn jetzt hin mit dem Vieh? Ja, aber hier steht jetzt nicht, wo ist denn dieses Basislager? Wo ist denn Splenix? Warte mal. Basislager, Flussnabel. Wo ist denn dieses Splenix-Ding? Hügel der Wildherzen. Ist ein Avatar. Aber wo ist denn dieses komische Lager jetzt? Ich hoffe, dass ich das jetzt für irgendwas brauche. Warte mal, vielleicht. Ah, okay. Ich kann das auch einfach machen. Und dann zeigt er mir das an. Hallo? Ich würde da oben gerne drankommen. Hallo? Ich komme da nicht ran. So. Nein. So, zack. Gut. Dann kriegen wir die Sachen ja doch ein bisschen zusammen hier. Ach, da oben komme ich ja nicht dran. Hallo. Bitte greif mich an. Guck mal, ich gehe in deine Eier dran. Das klingt. Aus dem Mund eines Mannes klingt das komisch. Zack. Hallo, greif mich an. Ah, guck mal hier. Ah, da ist er. So, 4 von 5. Nein, ach Mann. Zicke, zacke, zicke, zacke, Hühnerkacke, zicke, zacke, zicke, zacke, Hühnerkacke. So. Stirb, Kartoffel. Heute nicht. Nee, diesmal nicht, ne? Scheiße.
So. Dann gehe ich einmal da oben, blast das Horn. Oh, dieses neue Fliegen ist so hammergeil. So, ich muss jetzt aber auch einen Schnitt machen. Blast jetzt noch einmal ins Horn, dann gucken wir mal, was passiert hier. Ah, ach, die wollen das hier auch vernichten. Ah, okay. Alles klar, bis neulich. So, dann weiß ich jetzt auch, wo ich hin muss. So. Wie sitzt er auf dem Mammut drauf? Ich glaube, wie auf dem Pferd, glaube ich. So. Ach ja. Dann geben wir die beiden Quests jetzt. Dann geben wir die drei Quests ab. Sei artig, Drache. Ah, da muss ich hin. Gott sei Dank. An so ein Ding habe ich auch gedacht, aber ich wusste nicht mehr, dass es hier ist. So. Braucht ihr Hilfe? Inventar ist voll. Nein, mein Inventar ist voll. Hab echt so viel Scheiße dabei. 8 Silber. Ach komm, verkaufe ich die Scheiße. Verkaufe ich die Scheiße. Das Licht sei mit euch. Das Licht segne euch. Hi, wie geht's? Hinfort, hinfort! Man sieht sich! Kann ich euch helfen? Post tötet Brutmutter Silvana und kehrt zu. Okay. Wo ist sie denn? Das sieht aus wie ein guter Ast aus. Markiert das Ziel und gebt mir ein Signal, sobald ihr Brutmutter zum Angriff bereit seid. Ja, alles klar. Was für eine Falle. Stampfis stapfiger Stampfer. Wieso steht der hier wieder? Braucht ihr etwas? Ja. Seid vorsichtig. Wunderbar. Sehr gut. Zwei Erfolge direkt geholt. Perfekt. Oh, das kann mal weg hier, das Ding. Uah.
So, behütet das Becken. Dann müssen wir noch zweimal erkunden und dann haben wir es auch schon. Vielleicht kriegen wir echt das Schlorzerbecken schnell durch. Ich glaube, das ging jetzt mit Abstand am schnellsten, glaube ich. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ich habe übrigens auch wieder angefangen, mit PT2 ein bisschen zu spielen. Man merkt doch, dass ich extrem eingerostet bin jetzt in der ganzen Zeit. Aber das mache ich wieder, das kriege ich wieder hin. Und dann geht es mit PT2 auch mal weiter. Oh ja, komm. Möchte, dass ihr euch zum Hort der Schiffe geht und den. Okay. Gut, dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei bei WoW. Die Klickzahlen sind ja jetzt nicht so berauschend, aber das ist mir relativ egal. Ich habe Spaß hierbei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.